Fühlt sich alles besser an, wenn das Internet funktioniert. Fortin NTS von Neural ESP. Und um dem Ganzen noch ein bisschen Pep zu geben, Killswitch Engage, The End of Heartache. Mirrors! Mirrors like diamonds!
Moin Leute, ich bin Phil und ich mache Musik. Also endlich mal wieder. Ja, das Internet funktioniert endlich. Hat ja auch lange noch gedauert. Knappe 3 Monate sind es jetzt. Ja, ist tatsächlich so gewesen, dass bei der Neuverlegung des Bodens, bevor ich hier eingezogen bin, das Kabel für meine Internetleitung schick durchtrennt worden ist. Und es hat einiges an Zeit in Anspruch genommen, diese Fehlerquelle ausfindig zu machen. Da es von diesem super alten Gebäude keinerlei Leitungspläne gibt. Super, geil, toll. Aber ja, es läuft endlich. So, jetzt gibt es auch wieder neuen Content. Und ja, da fangen wir heute mal direkt an mit Fortin NTS, der neuesten Schöpfung von Neural DSP. Ich habe mich jetzt schon einen guten Monat jetzt damit auseinandersetzen können und muss sagen, Alter, ernsthaft? Was Neural DSP da wieder hingeklatscht hat, ist der Wahnsinn. Also die Leute machen auch nur noch extrem gute Plugins. Also Fortin Nameless Suite war schon echt verdammt geil. Ne? Das im Übrigen jetzt auch ein Update bekommen hat, ist auch Version 2.0 geupdatet worden und hat somit auch das Zool Pedal und das Hexadrive Pedal dazu bekommen. Auch einige neue Artist Presets, die wirklich fast allesamt anständig sind, aber wirklich anständig. Das ist wirklich sehr, sehr sweet mit dem Fortin NTS, dem Natos, Satan Backwards. Ja, echt eine extrem geile Lösung. Und das Ding hat wahnsinnig Bums und ist unglaublich flexibel, dadurch, dass das Ganze auch noch einen Clean Channel hat. Allein das Ding, das brät und grillt bis zur Vergasung, also ist echt unfassbar gut. Ja, und wir gucken uns das Ganze gleich auch nochmal an im direkten Vergleich mit dem günstigeren Mitstreiter. Audio Assault hat nämlich das Hellbeast rausgebracht, was dann doch schon verdammt verdächtig nach dem Satan aussieht. Hat auch die Girth and Grind Knobs und naja, geht in die ähnliche Richtung. Ob sich das lohnt und man sagt, okay, man bekommt für wesentlich weniger Geld dann auch annähernd so guten Sound wie bei der Neural DSP Lösung, das werden wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Ich habe auch mir gedacht, dass ich dieses Cover einfach mal mit einer auch nicht so teuren Gitarre, mehr so einer Budget-Lösung einspiele. Das ist das gute Stück hier. Eine meiner allerersten. Die BC Rich Bronze. Und ja, damit hat fast alles angefangen. Und ja, ich muss sagen, die Pickups, die Humbucker, die klingen an sich so noch ganz gut. Man muss allerdings ein bisschen feilen, damit das richtig anständig klingt. Nochmal muss dazu sagen, eigentlich kann man dem Fortin NTS Ding alles entgegenschmeißen und das macht Gold raus. Ey, das ist ein unfassbar geiles Teil. Gut, aber gehen wir der ganzen Sache mal im Detail auf den Grund und gucken uns das Ganze mal direkt in der DAW an. Also, ja, hier sind wir in Cubase. Das ist der Mix zum eben gehörten End of Heartache Cover von Killswitch. Ich führe euch da mal kurz durch und zeige euch mal so ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Und dann gehen wir ein bisschen genauer auf Fortin NTS ein. Ja, die Drums üblich bei mir mit Superior Drummer gemacht. Ja, in diesem Fall ist es die Metal Foundry, die ich dafür nutze. Ausnahmsweise nicht die Progressive Foundry, wie sonst auch. Ne, da habe ich ein eigenes Kit erstellt. Klingt dann in etwa so. Ja. Im Kontext dann. Genau. So, dann zum Bass. Was haben wir da genutzt? Schauen wir mal rein. Avalanche Bass von Impact Studios. Der macht quasi das DI-Signal.
Und ja, läuft dann quasi in den Baseforge Hellraiser von JST. Auch ein sehr, sehr cooles neues Plugin. Und ja, klingt ziemlich heavy. Gucken wir mal, dass ich da irgendwie so ein bisschen einen guten Part abkriege. Und alter Schwede, das klingt echt nicht verkehrt. Also gerade dieser Clank-Sound, der so richtig schön bitey ist. Also der klingt echt cool. Und das kriegt Hellraiser echt sehr, sehr angenehm hin. Ja, geht danach in den JST Bass Glue Bass, ein C4 und R-Bass, um noch ein bisschen mehr Low-End rauszuholen. So, ach ja, bei Drums geht dann in JW Bass Glue, ganz normal, ein bisschen Bass Compression drauf. Und dann habe ich noch, ja, ein bisschen die Tiefen mit dem EQ angehoben. Das ist aber im Prinzip auch schon alles bei den Drums. Ja, beim Bass haben wir auch einen kleinen EQ drauf. Der wurde ein ganz kleines bisschen angepasst. Einfach um das Gesamtbild im Mix ein bisschen schöner zu gestalten. Also, das ist erstmal so viel zum Bass. Die Vocalspur ist weitestgehend unbearbeitet. Das liegt daran, dass sie bereits gemixt vorhanden war. Die habe ich mir organisiert von Mr. Howard Jones an den Vocals. Und ja, ist wirklich sehr, sehr genial. Big Man. I'll be waiting. 1A, also fantastisch. Das Einzige, was ich bisher zumindest im Mix noch nicht drin habe, ich weiß noch nicht, ob ich es nachhole, ist dieser Tape-Stop-Effekt nach dem ersten Refrain. Und genau hier vom Ende des Refrains. Bei dem Snare-Schlag hier kommt nur so eine Art Ear und das klingt wie ein ganz normaler Tape-Stop-Effekt, also ähnlich wie wenn man einen Kassettenrekorder einfach ausmacht und der dann langsam runterdreht. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust gehabt, den Soundeffekt davor auszusuchen und den dann noch per Tape-Stop so zu bearbeiten, dass es in etwa so klingt. Deswegen habe ich es erstmal so gelassen. Ich hole das bei Zeiten noch nach, mal gucken. Aber aktuell soll es das erstmal tun, rein um jetzt uns auf den nächsten wichtigen Punkt zu konzentrieren, nämlich die Rhythmusgitarren, die hier quad-tracked sind. Und ja, da läuft auf quasi jeder Gitarrenspur einmal die Fortin NTS Suite. Ich gehe mit euch mal ganz kurz durch das Plugin durch und erläutere euch mal ein bisschen, was da so abgeht. Genau. Im Gegensatz zur Nameless Suite seht ihr jetzt hier drei Pedals, die bereits dabei sind. Das Suhl, was ein sehr, sehr intelligentes und cooles Gate ist, wie ich finde. Ihr habt auch im Prinzip nur den Threshold fürs Gate, der noch ein paar andere kleine Einwirkungen hat. Ich denke mal auch ein bisschen EQing ist da noch mit im Spiel. Dann habt ihr den Hexa Drive, was im Prinzip ein normaler Overdrive ist. Der eigentlich das Ganze ein bisschen tighter machen sollte. Allerdings finde ich, ist dieses Tighten-Up-Overdrive, was das Ganze, was in dem Low-End-Bereich ein bisschen aufräumt, das ist mehr so das Grind-Pedal. Na, da, wenn ihr da den Regler hochdreht, dann kommt ein bisschen Gain dazu und das Ganze wird halt auch wesentlich kompakter und tighter gemacht. Das Hexa-Drive, finde ich, macht das Ganze irgendwie so ein bisschen fetter. Also es klingt ein bisschen mehr verzerrt. Der Bassbereich wird nicht so abgesenkt. Es bleibt halt schwer und schleppend und wuchtig und saturated. Also sehr, sehr gesättigt. Also ja, ist ein sehr, sehr interessanter Effekt. Das zuerst mal zu den Pedals. Ihr habt hier den Input Gain, ähnlich wie bei Fortin, Nameless. Da ist weitestgehend alles gleich geblieben. Ne? Also hier hat sich nichts verändert. Input Gain
Standard Gate Stereo Mono Verarbeitung, das heißt, wenn ihr da mit zwei Gitarrensignalen links rechts reingeht, dann kommt der Amp auch damit klar. Das Oversampling High und Normal empfehle ich wie in allen anderen Plugins auch High zu nutzen, wenn ihr die Rechenleistung dafür habt, dann habt ihr ja die maximale Auflösung in Sound. Presets könnt ihr natürlich speichern, hier sind auch einige bereits vorab mit dabei. Könnt ihr löschen oder was auch immer das hier ist, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist irgendwie ja, teilen oder sowas oder importieren, ich denke mir ja importieren. Dann die Suchfunktion, falls ihr wirklich so viele Presets habt, dass ihr den Suchbutton benötigt, dann könnt ihr den darüber nutzen. Und der Output Gain, ne, was am Ende auf dem Plugin rauskommt. Das zweite Feld ist, wer hätte es gedacht, Fortins sehr, sehr schöner Satan Amp. Ja, und der macht halt Krach bis übermorgen. Ne? Geniales Ding. Girth Grind. Girth ist mehr so, so eine ganz spezielle Art des EQings und der Verzerrung im tiefen Bereich, und Grind ist das Gegenstück, mehr so im Upper-Mid- bis High-End-Bereich. Ja, dann der Standard-Gain, der ganz normal für den Grad der Verzerrung zuständig ist. Dann haben wir hier den Hell-Button, der dann nochmal ein bisschen mehr Gain und Top schmeißt. Volume, ganz normal Lautstärke für den Channel selber. Normaler Dreiband-EQ, Bass, Metal, Treble. Hier könnt ihr zwischen den Channels hin und her wechseln, denn jetzt kommt die Neuerung. Tada, der Fortin NTS hat auch einen Clean-Kanal. Und der ist auch ausnahmsweise gar nicht so schlecht. Der klingt richtig angenehm. Auch ja, hier ist bereits ein Preset mit drin von Ola England. Clean is the tip of your Sneep. Oder Synap. Synap, genau. Ja. Wie bei Natives kann man hier rückwärts lesen, was gemeint ist. Ja, und da haben wir dann halt auch mit dem Clean-Kanal gearbeitet. Dann Depth, Presence und Master. Depth ist dann quasi für die Resonanztiefen, ne, also was richtig wummt, wie man so schön sagt. Und Presence dann für die Kristallhöhen, alles im oberen Bereich, um dann noch ein bisschen klareres Bild zu generieren. Dann könnt ihr ganz normal Standby, das ganze Ding an- und ausknipsen. Netter Effekt. Ding halt auch zu leuchten. Ja, das ist es auch im Amp-Bereich erstmal. Dann Cap Section ist, ich würde sogar fast behaupten, exakt die gleiche wie in der Fortin Nameless Suite. Da gibt es nicht viel zu erklären. Wer den genauen Erklärungsbereich dafür haben möchte, der schaut einfach mein Review von Fortin Nameless. Da habe ich das Ding auch schon mal ein bisschen unter die Lupe genommen, aber da hat sich nicht wirklich was geändert. Ist auch nicht schlimm. Der Amp ist der Kernfokus des schönen Plugins und das Ding knallt wirklich rein. Ihr könnt euch einfach mal diese Wand aus Rhythmusgitarren anhören und ja, das Ding ist echt eine Wucht. Also das ist schon sehr, sehr anständig. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon mitgehört habt, im Mix ist das Ding echt die Wucht. Das klingt einfach nur genial. Mega. Also, uha, endlos geil. Ja, das habe ich quasi gequadtracked. Habe im Prinzip auch nicht viel damit gemacht, einfach nur ein Hardpan Left, Hardpan Right und ein, ja, so ein bisschen Softpan, ne? 65% nach links und hier 65% nach rechts. Ich lüge mal und habe, genau, auf den Pans habe ich noch ein bisschen EQing drauf. Ich glaube, ich habe da, ja, genau, die Mitte ein bisschen angehoben. Das ist es aber auch schon, einfach um das noch ein bisschen zu differenzieren und ja, das Stereo-Bild noch ein bisschen weiter durch die Hardpan-Gitarren im Kontrast zu den Softpan-Gitarren zu setzen. Softpan ist ja mehr so ein bisschen mehr in Richtung Mitte und damit das Ganze ein bisschen Fokus bekommt, hat es dann auch ein bisschen mehr Mitten spendiert bekommen. So viel dazu. Im Lead-Bereich müsste es, ich glaube, da habe ich Bias genommen. Nein, auch Fortin NTS, genau.
Nee, für den Clean-Bereich habe ich nachher Bias genommen. Einfach, weil es zum Cover einfach gepasst hat. Aber auch da können wir gerne gleich nochmal das Fort- und Plugin austesten. Ja, hier ist es etwas spezieller. Hier habe ich die Caps-Section von Fortin quasi deaktiviert und bin dann in den Tunutz Torpedo Wall of Sound IR Loader gegangen. Also Cabinets, ihr könnt im Prinzip hier die Cabinet-Section immer komplett bypassen, indem ihr das Ding einfach doppelt klickt. Ne? Dann ist die aus. Und ja, hier geht das Ganze dann quasi... Moment, warum ist... Stopp, da, so. Hol ich mal rüber. Ich hoffe, ihr seht das genau. Da habe ich im Prinzip die Rev Generator, die Rev 4x12 Cap genommen mit diesen Einstellungen. Genau. Und das Ganze klingt dann mit einer Softpan Left und Softpan Right Gitarre in etwa so. Ja, und wie ihr gehört habt, um den Ganzen noch ein bisschen Tiefe zu verpassen, läuft das Ganze dann mit Valhalla Room. So, auch da ist noch ein kleiner EQ drauf. Mehr oder weniger aber alles Mix-Geschichten. Also ich habe da wirklich sehr, sehr wenige Resonanzfrequenzen, die ich wirklich auf brutale Weise rausschneiden muss. Da ist es mehr oder weniger einfach nur dafür da, dass man wirklich im Mix alles anständig raushört. So, Clean-Gitarre. Schauen wir mal, da ist es tatsächlich, genau, hier haben wir sie, das sind drei Clean-Gitarren. Eine, die im Center sitzt, eine Softpan-Left und eine Softpan-Right-Gitarre. Ich guck mal gerade, ja genau, das ist BiasFX geworden und den S1-Imager, um das Stereo-Bild ein wenig zu erweitern. Compositive Grid, ja, in Kürze kommt BiasFX 2. Dafür gibt es dann bestimmt hier auch ein Review, davon gehe ich stark aus. Da soll ja auch unter anderem genau dieses Problem behoben worden sein. Schnellere Ladezeiten, yeah, das gefällt mir auf jeden Fall. Und hier habe ich ein Preset einfach genutzt aus der Tone Cloud, Metallica Clean. An sich sehr, sehr passend dafür. In den S1 Imager, auch alles schick. EQing ist da im Prinzip gar nichts drauf. Left und Right sieht allerdings ein bisschen anders aus. Da haben wir dann eben, ja, passt sogar, da habe ich die Fortin LTS Suite doch verwendet. Genau, es war tatsächlich nur für die Center Strum Gitarre. Das ist quasi diese hier. Und für die Links- und Rechts-Außen-Gitarren, da ist dann wieder die NTS Suite zu Trage gekommen, mit ein bisschen Saturation von dem kostenlosen Plugin von Softube, dem Saturation Op, habe ich das Ganze noch ein bisschen mehr an die Sättigung getrieben und dann ein Age-Delay, um der ganzen Sache ein bisschen Fülle zu geben. Klingt dann wie folgt. Ja. Und das ist es dann im Prinzip auch schon. Ja, im Mix, was habe ich da groß gemacht? Kann ich nochmal drauf eingehen. Bass. Ja, doch, bei den Rhythm Guitars, da wäre es nochmal interessant, ein bisschen drauf einzugehen, was ich mit den Rhythmusgitarren denn noch gemacht habe. Außer das eigentliche, was ich glaube, es war nicht nur ein Preset, oder? Oder habe ich doch? Ich glaube, ich habe sogar nur ein Preset genommen. Komm rein. Nee, das habe ich mir selbst gebastelt, genau. Sieht in etwa so aus, bin ich ja von durchgegangen, als das lief, und das sind quasi die Veränderungen, die ich daran getätigt habe. Und das Ganze, die alle vier gehen dann in den Rhythm Guitar Bass mit diesem EQ. Ups, genau. JW Bass Glue Guitars mit dieser Einstellung. C4
um die Palm Mutes ein bisschen im Griff zu halten. Normalerweise sollte der Chuck Slayer von JW machen, allerdings reicht mir das nicht aus, deswegen habe ich hier ein bisschen heftiger auf die Mitten, auf die Tiefen und die tiefen Mitten eingewirkt, damit das nachher nicht so wuchtig und wummig und boxig klingt. Dann ein Smart EQ und eigentlich lüge, ich habe da tatsächlich doch sogar heftig Resonanzfrequenzen rausgecuttet. Können wir aber gerne mal reinhören, wie das Ganze klingt mit und ohne EQ. Upsala. So. Oh, mal gucken hier. Die sind nicht angenehmer mit. Zumindest meinen Ohren entsprechend. Ja, soweit, so gut. Dann R-Bass, um wiederum im tiefen Bereich ein bisschen was wieder herzustellen. Und danach nochmal ein Smart EQ, um eine interessante Mitten, einen Mitten-Inverse-Switch zu generieren. Mal gucken, ich glaube, der hat einfach nur den Klangcharakter der Mitte ein bisschen verändert und quasi den, ja, den 500k-Bereich ein bisschen angehoben und zugleich aber den 1k-Bereich ein bisschen abgesenkt. Und dann noch ein ganz bisschen hier hinten, 7k-Bereich, ein bisschen die Höhen angehoben, um ein bisschen mehr Brillanz reinzubringen. Das sollte es dann sein. Können wir gerne mal reinhören, wie es klingt. Ja, ist tatsächlich sehr subtil, der Effekt. Also nicht sehr, sehr, sehr heftig, aber im Gesamtbild macht das schon was her. Da sind es die Kleinigkeiten, die den Mix dann anständig machen. So weit, so gut. Genau, das ist es im Prinzip. Meine Vocals, wie gesagt. Oh, doch, ein bisschen was habe ich auch gemacht. Auf die Vocals habe ich nochmal JW Vocals raufgeschmissen. Und die noch einen kleinen Ticken mehr komprimiert, weil es zu meinem Mix einfach besser gepasst hat. Und dann noch den Low-Mid-Bereich ein bisschen abgesenkt, dass ich das so ein bisschen, ich glaube, mit dem Bass und den Rhythmusgitarren gebissen hat. Pre-Master, wo alles dann interessant wird und zusammenkommt, ist auch kein Hexenwerk. JW Mix. Nix Fancies, also kein Fancy Stuff, alles schick. Ein kleines bisschen EQ, ein kleines bisschen ist gut, sogar doch relativ intensiv. Auch hier nochmal ein bisschen Mitten weggenommen, ein bisschen höheren Mittenbereich, bis zu den Höhen sogar hin, ein bisschen angehoben. Und ja, Magix AB, um einfach nochmal ein bisschen mit dem Originaltrack zu vergleichen, damit man ein bisschen Referenz hat, wo man hin will. Und ja, auch hier wieder ein bisschen Mitten hochgeholt, das macht natürlich irgendwo keinen Sinn. Aber naja. Habe ich mich wahrscheinlich danach doch entschlossen, ein bisschen mehr Mitten dazu zu geben. Gut, ja, alles in allem, habt ihr gehört, klingt es dann so. Ja, umgezogen und trotzdem Spaß mit dem guten Voice Meter. Also ich hasse das Ding. Aber naja, so kann ich zumindest den Screen aufnehmen, also den Bildschirm aufnehmen und auch den Ton und ihr habt was davon. Ich werde das wahrscheinlich demnächst jetzt über den Ausgang meines Audio-Interfaces nutzen, das soll im Prinzip, keine Ahnung, über den Phono-Ausgang aufnehmen und dann sollte auch diese ganze Tonaussetzer-Kacke endlich mal Geschichte sein. Guti, so viel dazu erstmal. Jetzt bekommt ihr nochmal einen kleinen Vergleich, wie das Ganze dann mit dem Audio Assault Hellbeast klingt, denn das Plugin ist natürlich sehr ähnlich. Ja, dafür switchen wir einfach mal ganz kurz das Projekt. Boom! So, geändert. Und da sind wir schon in dem Projekt mit dem Hellbeast. Also ich habe im Prinzip lediglich das Hellbeast als Amp im Rhythmusbereich drin. Nur um euch da mal einen Vergleich zeigen zu können.
Wir nehmen uns einfach mal die Rhythmusgitarre vor. Und so klingt der Part. Ich kann das mal zeigen hier. Ich versuche mal im Mixerkurs die Fortunes einzuschalten. So, die NTS. So klingt das mit dem Fortin NTS. Und so klingt das Ganze dann mit dem Audio Assault Hellbeast. So. Auch mal Mix, so klingt es dann im Mix. Klingt auf jeden Fall nicht verkehrt, aber auch nicht zwangsläufig so gut wie das NTS-Plugin von Neural DSP. Da muss ich sagen, kommt das Hellbeast nicht ganz ran. Ich habe vieles versucht, aber meiner Meinung nach wirkt der Amp noch ein kleines bisschen dünn. Gerade im Mix, man hat einiges an Features. Man kann halt hier sowohl als auch beim Neural DSP-Plugin das Gate regeln. Hat hier den Output-Gain hinter dem Plugin. Kann hier die Stompbox aktivieren, wo ihr im Prinzip quasi den Tube Screamer habt. Hier ist die Amp-Sektion, auch hier mit Girth und Grind, dem Gain-Knob, Dreiband-EQ, Depth und Presence und hier den Hell-Switch, der normalerweise beim Fortin NTS hier irgendwo liegt. Dann habt ihr im Prinzip in der Cabinet-Sektion auch hier die Möglichkeit, ja, nicht so unbedingt umfangreich wie im anderen Plugin, aber auch hier Impulse Responses zu laden. Ich habe mich da im Prinzip für Modern 57 entschieden. Klang im Prinzip am passendsten. So, im FX-Bereich habt ihr auch noch die Möglichkeit, Graphic EQing vorzunehmen, Chorus, Delay und Reverb hinzuzufügen und auch hier habt ihr die Möglichkeit, Presets auszuwählen. Im jetzigen Status sind keine mit bei. Ich hatte das damals im Pre-Order-Prozess noch bekommen. Ich muss mal gucken, ob es da mittlerweile auch ein Update für gibt. Da sind vielleicht Presets mit drin, aber aktuell hatte ich keine drin. Ja, hier auch nochmal der Mix-Vergleich zum Fortin NTS. Also ganz kurz den Part. Einmal mit dem Hellbeast. Und mit dem NTS. Ist halt einfach noch ein bisschen runder. Und ja, ich habe auch spezielles EQing für das Hellbeast noch ein bisschen vorgenommen. Aber so einfach und schnell wie bei dem NTS bekomme ich es beim Hellbeast nicht hin. Der Preis ist allerdings auch ein ganz anderer. Ich denke, auch hier hat Audio Assault mal wieder gezeigt, dass man mit wenig Geld auch richtig gute Plugins machen kann. Also wer da einen anständigen Gitarrensound haben möchte, der dann doch in die Richtung des Satan geht von Fortin, der ist, glaube ich, mit dem Hellbeast gar nicht verkehrt aufgestellt, wenn es nachher um die Budgetlösung geht. Also auch da könnt ihr euch gerne mal austoben. Ist günstig zu schießen, allerdings ist halt ein bisschen mehr Arbeit notwendig, damit das Ganze nachher rund klingt. So viel erstmal dazu. Ja, das war es erstmal von mir und von dem Review zu Fortin NTS und Audio Assault Hellbeast. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, lasst ein Like da, gerne auch ein Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt, auch mit der Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts mehr.
Und ja, da das Internet jetzt funktioniert, werde ich mich jetzt wieder regelmäßig auch aufs Video machen konzentrieren können. Und ja, es ist ja jetzt wieder alles im grünen Bereich. Der Umzug ist abgeschlossen, man hat seine Ruhe. Ne? In diesem Sinne sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dann. Ciao. We'll be right back.